Ja, guten Morgen. So, wir haben es kurzfristig entschlossen. Heute Morgen ist ja doch das Zelt abreißen und beziehungsweise das Zelt abbauen und weiterfahren Richtung, vermutlich wird es Lago Maggiore, da Richtung der Saskatal. Schauen wir mal, wo wir gleich sind. Für euch ist es nur ein Fingerschnipp. So, zack, sag ich ja. Also wir sind jetzt am Lago Maggiore, am Campingplatz oder Camping Delta heißt das hier. Ja, jetzt haben wir uns eingerichtet, hat alles ein bisschen länger gedauert, weil wir uns vorher noch zwei andere Campingplätze angesehen haben, aber die haben uns nicht so gut gefallen. Und ja, jetzt sind wir hier und schauen mal, was die nächsten Tage hier uns noch so erwartet. So, wir haben es kurzfristig entschlossen, heute Morgen ist ja doch das Zelt abreißen und beziehungsweise das Zelt abbauen und weiterfahren Richtung, vermutlich wird es Lago Maggiore, da Richtung der Saskatal. Schauen wir mal, wo wir gleich sind. Eine Waschstraße war in Sicht und Roland muss natürlich sein Auto waschen. Informationen der Polizei. Beachten Sie die Fluchtwegsignalisation. Für den Notfall sind separat belüftete Schutzräume im Abstand von 250 Metern vorhanden. Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. Jetzt am Lago Maggiore, am Campingplatz oder Camping Delta heißt das hier. Ja, jetzt haben wir uns eingerichtet, hat alles ein bisschen länger gedauert, weil wir uns vorher noch zwei andere Campingplätze angesehen haben, aber die haben uns nicht so gut gefallen. Und ja, jetzt sind wir hier und schauen mal, was die nächsten Tage hier uns noch so erwartet.